Ja, wir haben ja heute ein großes Thema. Ihr habt heute ja Release Day, jetzt noch nicht das Album, aber ihr habt einen neuen Song rausgebracht. Erzählt mir Genau. doch mal was drüber. Wie heißt er? Worum geht er? Was muss man wissen? Wir sind ja ein Schlager-Act und natürlich geht es um die Liebe. Und irgendwie findet man immer wieder noch einen neuen Ansatz, die Liebe zu besingen. Das haben wir getan. Liebe, die quasi einschlägt und alles verändert im Leben. Und so heißt der Song, Dann schlägt die Liebe ein. Wir haben uns gedacht, ja, die Liebe ist nicht nur das allumfassende Thema schlechthin für viele Menschen, sondern Liebe wird ja mehr denn je gebraucht in der heutigen Zeit. Und Ja. deshalb ist das ein schönes Thema und ein schöner Auftakt für uns auch in ein hoffentlich gutes Jahr 2024. Wir haben eine ganze Menge vor. Ich habe am Ende immer noch so einen Ausblick. Ich habe mir auch gedacht, ihr seid ja auch relativ oft live. Da kommt wahrscheinlich auch dieses Jahr noch einiges. Ja, Aber genau. wenn wir jetzt nochmal auf den Song schauen, wie ist der denn entstanden? Also wie funktioniert es denn bei euch? Sagt man da, okay, wir haben jetzt das und das Überthema, jetzt Liebe, ne? Schlager liegt nah. Aber wie kommt es denn? Also wie entsteht denn so ein Lied bei euch? Also es ist nicht so, dass wir uns vornehmen, über das und das Thema wollen wir jetzt den nächsten Song schreiben. So gehen wir da nicht ran. Wir schreiben beide. Und das ist immer ganz spannend, dieser Prozess, weil jeder von uns kommt immer mal unterschiedlich mit Ideen einfach an. Und dann spielen wir uns das gegenseitig vor und dann sagt der eine Mensch, das gefällt mir oder, oh nee, das lassen wir ganz. Und wenn jemandem was gefällt, dann gehen wir der Idee mal weiter nach. Und manchmal ist der Song schon ziemlich weit und manchmal ist es wirklich nur eine kleine Zeile oder manchmal auch nur ein Wort, was uns gefällt. Und dann setzen wir uns hin und dann beginnt die eigentliche Arbeit. So funktioniert das bei uns. Und dann sind das immer Songs, die irgendwie zusammen entstehen, die also ein Teil von uns beiden sind. Und weil wir das zusammen schon seit sehr vielen Jahren, also seit fast 30 Jahren auch machen, haben wir mittlerweile auch so dieses Vertrauen und dieses Know-how einfach auch, dass wir wissen, wenn wir gemeinsam einen Song anpacken, dann kann es vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen dauern, bis die Lyrics, die Texte und auch die Melodie so steht, dass sie uns beiden gefällt und dass wir beide das Gefühl haben, so, jetzt ist das Ding rund, jetzt können wir es auf die Menschheit loslassen. Könnt ihr mal gleich, Und wie das so am Anfang war, das mal vorspielen? Also da war diese Melodie. Da, 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 da. ja, und Da was haben wir machst du gedacht, mit das so einer packt, das ist Melodie? schön. Das hast du dann Schön war erstmal die den ganzen Tag im Melodie. Kopf wahrscheinlich. Ja, Ja, ja. Genau. Und dann lässt sich das nicht los und dann denkst du, ja, irgendwas muss dran sein. Also der darf ja. nicht unter der Dusche nur enden, der Song, der muss raus. Ja. Ja, und so steht das. Wir haben hier unser kleines Reich erschaffen. Vor vielen Jahren haben wir ein kleines Büro und das ist Lagerfläche für unser Live-Equipment. Da wir auch unser Booking und auch unser Label selbst betreiben, stehen da drüben, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber sehr viele Ordner. Und auf dieser Seite hängt die ganze Wand voll mit Gitarren. Und das ist uns eigentlich die liebste Das ist die Seite. schöne Seite. Oh ja, So, guck mal. Oh hier. ja. Und das andere ist die geschäftliche Seite sozusagen. Ja, Genau. Und hier das ist der sitzen wir und geschäftliche schaffen Rock'n'Roll unseren dann, ja. Kopf voll. Ja. Kennst du oder vielleicht einige Zuschauer noch die drei Fragezeichen? Die hatten ja auch Ja, so ein klar. Hauptquartier. Ne? Ja, Genau. Und so ist das so sehe hier ich. auch. So kann man sich das vorstellen. Und Christopher als Recherche und Archiv und ich fahre immer raus. Wieso, der Typ, der Recherche und Archiv betrieben hat, das war doch immer der Loser bei den drei Nein, Fragen. nein, nein, der war ganz wichtig. Ich bin hier so der Womanizer mehr so. Also als Ah, okay, Frage. verstehe. Genau. Wenn ihr jetzt, also jetzt mal abgesehen darf, also fangen wir mal andersrum an. Ihr habt mir jetzt erzählt, wie der Song, bei euch Songs entstehen generell. So, und jetzt, während ihr erzählt habt, habe ich mich so gefragt, ich meine, ihr seid ja jetzt zwei Künstler, oder ist immer so die Frage, wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner? Also würdet ihr sagen, ihr seid schon relativ schnell auf einer Wellenlänge, wenn es jetzt darum geht, einen Song zu schreiben? Oder gibt es da auch mal was, wo man sagt, mein Gott, ey, nee, da kann ich mich gar nicht mit Ja, anfreunden. Wie lange manches dauert zieht es sich so denn? ein bisschen auch hin, tatsächlich. Also wir wollten irgendwann mal einen Song über die Einheit schreiben, weil das ein Thema war, als wir jugendlich waren, da hat es die Einheit gegeben und wir haben beide so in Gesprächen auch gemerkt, dass das ein Thema ist, was uns immer noch sehr emotionalisiert, was damals eben so alles passiert ist. Auch wir wollten einen Song schreiben und das hat sich tatsächlich wirklich über ganz lange Zeit hingezogen, weil wir den Zugang irgendwie nicht dazu hatten. Was sollen Ja. wir machen? Soll das Ganze ein bisschen gospelig sein? Darf es auch ein bisschen
die Tränendrüse drücken oder wie kann man die Ja. Einheit, das, was man da gefühlt hat damals, in einen Song wirklich verpacken, in einen 3-Minuten-Song? Erinnere ich mich noch ganz Das hat genau. lange gedauert, Und das ja. war tatsächlich so bei diesem Song, dass du irgendwann gesagt hast, ey, lass uns das Thema ganz lassen. Irgendwie Ja, stimmt. kommen wir nicht zu Potte. Ich glaube, Tonne. ich glaube Tonne. Und dann kam aber doch irgendwie so ein Dreh, wo jemand sagte, ah, wollen wir das Ganze nicht ein bisschen anders angehen? Nicht zu pathetisch, nicht zu tiefschürfend, sondern einfach so dieses Positive, was ja auch die deutsche Einheit gebracht hat, einfach für uns alle. Wollen wir das in den Vordergrund rücken? Und dann kam noch ein anderer Aspekt hinzu, dass es nämlich eine Möglichkeit gab, diesen Song auch einem größeren Publikum vorzustellen über eine Aktion, die die deutschen Kirchen ins Leben gerufen haben. Ja, und so kommen dann manchmal auch von außen Einflüsse, die einem helfen, irgendwie ein Thema gut umzusetzen. Das ist manchmal auch echt der Zufall so. Manchmal muss man Ja. auch ringen um eine gute Version oder ja, um einen guten Song. Klar, Das gehört wie dazu. oft fällt hier der Satz, ich weiß, dass der Song gut ist, das wird ein Hit, das weißt du nur noch nicht. Und dann, Ja, nein, aber ich genau. glaube, das ist eben auch so dieses Miteinander. Man kriegt auch raus oder entwickelt dieses feine Gespür. Irgendwann zu sagen, hey, ich spüre oder ich weiß, dir ist es vielleicht wichtig, dann lass uns das auch mal machen oder mal ausprobieren, einfach dem Ja. mal nachgehen. Und dann kommt ja auch immer noch ein Produzent mit ins Boot, der hat auch immer noch ein Wörtchen mitzureden und manchmal haben wir auch irgendwie eine Idee, die uns beide gar nicht so ankickt und dann gehst du dahin und sagst, hier, guck mal, meinst du, das ist was, kann man da was draus machen? Und der sagt, ey, geil, Hit und so, da machen wir was richtig Großes draus. Und dann lassen wir uns auch mal mitnehmen und mitziehen, so. Ja. Aber wir lieben es da auch künstlerisch aktiv zu sein und zu sagen, das sind unsere Songs. Wir sind eben auch GEMA-Mitglieder und von daher ist das eben auch eine interessante Geschichte, Ja. Ja, dann ich alles meine auch zusammen. gelesen zu haben, dass der Achim Jansen, der ist ja eigentlich bei Contour Records, ne? Der war doch irgendwie auch jetzt in euer neuen Song Ja. involviert, ne? Ja, der hat den neuen Song tatsächlich dann endproduziert. Und das ist auch eine ganz tolle neue Zusammenarbeit. Wir kennen Achim schon eine Zeit lang. Er hat für uns immer Remixe gemacht, also eigentlich für die DJ-Szene, für Ja. den Dancefloor, so ein bisschen die Songs von uns aufgemotzt in diese Richtung, so EDM-mäßig. Und ja, diesmal kam es dann tatsächlich dazu, dass wir auch live gemerkt haben, der Schlager verändert sich. So, auch im Live-Bereich. Die Leute sind andere Sounds gewohnt inzwischen. Das ist nicht mehr so, dass der Schlager nur noch weiche Mandolinen-Sounds und weiche Streicher und Frauenchöre hat, sondern da tut sich einfach was. Und das merkst du, wenn du viel live unterwegs bist, was eben ankommt und wie sich Musik auch draußen verändert. Und da haben wir gesagt, ja, da würden wir auch gerne mal ein kleines Experiment machen und in die Richtung so ein bisschen gehen mit modernen, freshen Sounds. Und das konnte Achim dann ganz toll mit uns umsetzen. Also wir machen Ja. jetzt quasi Hardcore-EDM-Schlager. So. Das schreibe Das ich hat genauso nur auf. noch nicht gegeben. Nee, aber diese Einflüsse, Also, das ist eben auch wichtig. Da kommen auch dann Einflüsse her. Und das formt natürlich unsere Songs auch ganz doll. ja. Also unsere Sounds, ne? Ja, und wir Ja, fühlen aber uns damit wohl. Wir finden es gut. ja. Würdet ihr denn sagen, das habe ich nämlich auch auf meiner Liste, inwieweit sich der Schlager verändert hat? Ich meine, jetzt habt ihr es schon angesprochen, weil wenn man normalerweise früher an Schlager gedacht hat, dann war das ja immer so, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ne? So von wegen die Liebe und die rosarote Brille und alles ist schön und so weiter. Aber jetzt habt ihr auch das Einheitslied angesprochen und es zeigt ja eigentlich schon, dass es auch andere Themen gibt, die man da quasi schlagermäßig Ja. verbauen kann, ne? Ich glaube, Schlager war und ist auch immer schon ein Spiegel der Zeit gewesen. Also es ist gar nicht so, dass Schlager immer nur heile Welt war, wenn man jetzt Udo Jürgens sich anhört. Der hat immer aktuelle, auch politische Themen angepackt oder gesellschaftliche Themen angepackt. Auch bei Roland Kaiser war das sicherlich so. Also Nee, bei das Roland Kaiser geht es Ich immer noch weiß, rein. deswegen habe ich gerade gegrinst. Das ist was kommt. Ja, okay, ich meine, ich bin Kann jetzt mich auch auch nicht an Songs der erinnern. Roland Kaiser Groupie, ne? Also vielleicht gibt es da irgendwas, aber wenn ich an den Roland Kaiser denke, dann denke ich halt, ne, an die Liebeslieder. Ja. Klar, nee, der ist Nee, einfach aber cool. an die Conqueror und so, Santa Maria, also das ist schon ein politisches Lied. Nein, nein. Nee, aber also ich finde, das eine muss das andere gar nicht ausschließen. Also gute Laune zu verbreiten, eine schöne Zeit zu haben, heißt ja nicht, dass man deshalb irgendwie alles andere ausblendet oder so. Ja. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren stark zu erkennen ist, dass Popmusik, wie wir sie früher separat vom Schlager gesehen haben und Schlager, also nebeneinander getrennt, dass es das gar nicht mehr gibt, dass sie sich beeinflussen gegenseitig.
dass moderne Einflüsse in den Schlager mit reinkommen. Und so soll es ja eigentlich auch sein, weil Schlager ist ja letztendlich nichts anderes als deutschsprachige Popmusik. So, Ja. ne? Das ist ja, wenn man es direkt übersetzt, ist es der Hit und Schlager und ja, also wir sehen da Ja. gar keine Widersprüche für uns so. Okay. Ne? Also man kann alles anpacken, man kann über alles singen, es muss irgendwie authentisch sein und ja, darum geht es uns immer so. Wie habt ihr denn auf den heutigen Tag jetzt so hin, jetzt kann man das sagen, hingefiebert? Ich weiß, ich meine, ihr wart jetzt ein paar Tage, Wochen an diesem neuen Song dran. Da müssen wir mal sagen, er heißt ja dann Schlägt die Liebe ein. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Dann schlägt die Liebe ein, ja. Genau. Ist jetzt so für mich die Frage, wenn man weiß, okay, jetzt haben wir das große Datum, heute kommt der Song raus. Ist man dann aufgeregt, wenn man jetzt, ihr macht das ja wie gesagt auch nicht nur seit gestern, ist man Ja, dann noch aufgeregt oder denkt man sich, ja gut, ich habe jetzt tatsächlich. mein Also, ja, Bestes ist immer gegeben? so. Ich bin heute Morgen um 5:30 aufgestanden. Ich bin so ein Frühaufsteher irgendwie. Und das Erste, was ich heute Morgen tatsächlich gemacht habe, erstmal zum Handy gerannt, noch so ohne Zähne zu putzen und alles. Und Ja. hab geguckt, ist der Song tatsächlich draußen? Hat das alles geklappt Hat das technisch? funktioniert, Gibt es genau. den Song jetzt? Ist es das? Und als ich das gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, so, oh, jetzt Ja, erstmal das einen ist so ein Kaffee. Albtraumerlebnis, was es tatsächlich mal gab vor vielen, vielen Jahren. Da hat ein Vertrieb das nicht richtig sozusagen zum richtigen Zeitpunkt reingestellt. Oh Und nein. ja, Oh das Gott. schwebt immer noch Aber über uns so als wir Horrorvorstellung. arbeiten. Der Song ist nicht auf Spotify oder nicht auf Apple Music. Ja. Nein, es hat alles geklappt. Super. Natürlich, wir arbeiten ja auch mit einem sehr, sehr guten Vertrieb zusammen. Von Ja, okay. daher klappt das Ja, ganz aber gut. seid ihr denn auch, also ich höre jetzt raus, ihr seid dann aufgeregt. Ja? Also ihr wollt so, Ja, okay, ihr wisst jetzt klar. mal, der Song ist draußen, das haben wir schon mal abgehakt, aber jetzt ist hier Ja. die Frage, wie kommt der an, ne? Ja, eben, genau. Du stellst ja damit auch ein Stück von dir quasi in die Öffentlichkeit raus und weißt, jetzt kann es jeder hören und jetzt kann es auch jeder beurteilen und jetzt kannst du es nicht mehr zurückrufen. Jetzt ist es nicht mehr dein Klar. Geheimnis, sondern jetzt gibst du es frei und das ist immer natürlich auch aufregend, weil du weißt nicht, wie kommt er an, genau. Nicht nur das, es ist eben auch immer so, wie du sagst, du gibst ein Stück von dir preis und dann machst du dich auch immer ein Stück weit auch angreifbar. Das klingt ein bisschen blöd, aber das ist so, weil es kommen nicht nur schöne oder tolle Mails oder Ja, Reaktionen. klar. Gerade wenn man das auch den DJs schickt in die verschiedenen Das ist auch spannend, ja. Bemusterungsportale oder so und dann kommt irgendwie so ein so Ja, kommt auch mal was, was Milchreis man nicht oder ja oder erwartet was. hat oder Klar, so, ne? natürlich, was ja auch voll dazugehört, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das ist auch immer so tagesformabhängig irgendwie. Es ist eben das, dass du als Künstler in die Öffentlichkeit gehst, dich auf eine Bühne stellst und deine Songs singst. Und ja, was da so zurückkommt, das ist eben auch ganz unterschiedlich. Und Ja. deshalb ist so ein Tag immer ganz, ganz aufregend. Für uns auch deshalb, weil wir jetzt damit so eine neue Ära irgendwie einläuten. Das ist jetzt ein Song, den es auf dem Album nicht gegeben hat und ein neues Produzententeam, ein neuer Vertrieb. Konto und Media und das ist irgendwie Aufbruchstimmung erzeugend. So, Okay. wir finden es toll. Wir Sehr freuen cool. uns. Ja, ich habe ja in der Pressemitteilung auch gelesen, jetzt hast du das Album erwähnt. Da stand irgendwie sowas nach dem Motto als Vorbote für ein Album. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das so eine Floskel oder ist da jetzt wirklich gerade noch was im Hintergrund, wo man dann in 3, 4, 5, 6, 8 Monaten sagt, okay, hier ist jetzt das Album und viel Spaß damit. Ja, also ein Vorbote für ein Album ist jeder Titel letztendlich immer, weil es immer darauf hinausläuft, dass man irgendwann ein Album zusammen hat. Beim letzten Album war es anders, da haben wir eigentlich eine Single erstmal nur geplant gehabt und wollten dann ein Album produzieren und dann kam Corona sozusagen uns in die Quere. Da hat man erstmal gedacht, ja, geht jetzt überhaupt noch was oder wie oder was? Und dann ist in Corona, während Corona hatten wir einfach sehr viel Zeit, um uns um Songs zu kümmern, um ins Studio zu gehen, als man sich wieder treffen durfte, dann auch zu dritt oder zu viert. Und in der Zeit ist Ja, dieses stimmt. Album quasi entstanden. Und das war eine ganz außergewöhnliche Situation, die man so gar nicht kennt. Also sich so konzentrieren zu können, auch wirklich auf ein Album. Das ist jetzt anders. Wir gehen es jetzt so an, dass wir diese Single erstmal rausstellen. Dann wird es eine zweite und eine dritte Single wahrscheinlich dieses Jahr noch geben. Und so tasten wir uns quasi zu einem Album heran, was natürlich in Ah, Planung okay. ist. Ja, klar. Klar, dieses Ja, Jahr wird genau. aber kein Ne? neues Jungs-Album geben. Also das können wir, so Wer viel können wir weiß? schon Wer mal. weiß? Ich weiß. Dieses Jahr wird es also Ja. so noch weitere Singles geben, auch in Ja. diesem Team so zusammengestellt. Hier liegt auch schon so ein großer Berg mit 9 Songs, also waren schon fleißig und wir sind immer dran. Irgendwie ist ja auch so ein kontinuierlicher Prozess, kreativ zu sein, zu schreiben und dran zu bleiben, so, ne? Und Ja. sich zu probieren.
Also Wird weiter noch eine Menge geht's. geben, genau. Ja, das ist super. Das bringt mich jetzt nämlich zu meiner letzten Frage. Ich habe am Ende immer so ein bisschen diesen Ausblick halt, ne, auf dieses Jahr. Gut, ich höre jetzt raus, es gibt noch neue Songs, das haben wir jetzt gesagt. Aber wenn ich jetzt auch mal auf letztes Jahr zurückgucke und auf die Jahre zuvor, ich meine, ihr seid ja auch eine Band, die wirklich sehr, sehr viel live spielt. Jetzt sei es auf irgendwelchen, weiß ich nicht, größeren Veranstaltungen mit anderen Künstlern oder alleine. Was steht denn dieses Jahr da noch an live? Am besten schaut man, das sage ich mal vorweg, auf unsere Homepage. Die heißt www.diejungs in einem Wort mit dem X am Ende.de. Da findet man alle Termine. Also es gibt tolle Festivals wie zum Beispiel das Most Wanted. Da spielen wir mit Oli P. und mit Captain Jack. Und das ist so ein bisschen 90er orientiert. Dann spielen wir bei den Hafenfesttagen in Heiligenhafen mit der Kollegin Anna-Karina Wojcik zusammen. Freuen wir uns auch schon riesig drauf. Dann gibt es zwei kleine Highlights auch noch, weil wir auf Reisen gehen. Wir fahren mit Schlagerparadies und A-Teams Reisen nach Norwegen, die Fjord-Tour. Stefan Ross ist dabei, Claudia Jung und Olaf Henning. Und dann gibt es in Facha in Thüringen und in Löbau in Sachsen auch ganz tolle Schlagerparadies Open Airs, wo wir uns auch riesig drauf freuen, mit den Kollegen von Vox Club unter anderem. Dann gibt es eine Reise in die Türkei im November. Ja, an die türkische Riviera. Ich Okay. merke schon, du möchtest gerne mitkommen. Du Ja, bist ja so. erstens das und ich frage mich gerade, kann er das jetzt alles auswendig? Das hört sich so schön an, wie du das Ja. alles so. Ja, Hier unten das kann ich läuft so tatsächlich. ein Ja, Teleprompter. genau. Okay, es geht in die Türkei, ja. Ich wollte dich unterbrechen, sorry. Genau. Also es gibt viele, viele tolle Events, wo man uns sehen kann und wir freuen uns wirklich auf jedes Konzert, weil live ist genau unser Ding. Live ist unser Leben. Okay. Live ist Live ist live, genau. Und dann wird auch der neue live. Song live gespielt. Das ist Richtig, ja. was dann, genau, super. Natürlich, ja, mit Ja, Ja, den haben wir cool. immer im Gepäck. Ja, hört mal, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Also jetzt nicht nur Vielen für den Dank. Song heute, sondern auch für das, was jetzt dieses Jahr noch kommt. Viel Spaß und ja, toi, toi, toi.